Bei vielen Aufgaben in FIFA musst du ein Tor per Steilpass vorbereiten. Wir schauen uns heute an, wie du erstens generell einen Steilpass machst und welche Arten es hier gibt und in welchen Situationen sich ein Steilpass anbietet. Im Hintergrund siehst du jetzt gerade verschiedene Steilpassmöglichkeiten. Es gibt den als gelupften, als Heber, wuchtig als Heber und so weiter. Du kannst hier auf jeden Fall mal alle ausprobieren und testen. Wir konzentrieren uns jetzt aber auf den ganz normalen Steilpass, den du mit Dreieck ausführst. Damit kannst du auch schon gut was anfangen und relativ einfach Tore vorbereiten. Generell versucht der Spieler bei einem Steilpass nicht den Mitspieler direkt anzuspielen, sondern den Ball in den Lauf des Spielers zu schicken. Der Spieler, der den Ball bekommt, kann ihn dann beim Laufen direkt mitnehmen. Dadurch ist mehr Tempo in der Offensive und mehr Bewegung, was es dem Gegner schwieriger macht, das Ganze zu verteidigen. Wenn du mit einem Mittelfeldspieler den Ball hast, kannst du mit einem Steilpass oft deinen Stürmer gut in Szene setzen und ein Tor vorbereiten. Das geht besonders gut, wenn der Gegner gerade den Verteidiger steuert und im besten Fall auf dich zugelaufen kommt. Dann ist der Stürmer frei und du kannst locker am Verteidiger vorbei per Steilpass zum Stürmer spielen. Eine andere, sogar noch einfachere Variante ist es, den Ball mit einem Steilpass kurz vor dem Tor querzulegen. Dafür bist du am besten einfach schon sehr nah am gegnerischen Kasten und links oder rechts von dir läuft noch ein Mitspieler möglichst frei mit. Diesem kannst du dann eben mit dem Steilpass dann schön den Ball in den Lauf spielen, sodass dieser den Ball nur noch über die Linie drücken muss. So schaffst du die Aufgabe wirklich ganz leicht. Es gibt natürlich auch noch viele andere Erklärungen, aber mit diesen sollte es eigentlich auf jeden Fall echt locker machbar sein. Wichtig ist vielleicht noch, dass deine Spieler gute Passwerte, vor allem beim kurzen Pass haben. Schreib uns gerne, was du noch für Fragen hast und wie das Ganze bei dir so funktioniert. Bis zum nächsten Video.